Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal ist aber ein Vlog der anderen Art. Und zwar war ich auf der ESL One Cologne in Köln, wie man schon aus dem Namen hört. Jetzt, wieso der Vlog so ist mit hauptsächlich nur stehenden Bildern. Es hieß, in der Lanxess Arena sind Kameras verboten. Deswegen wollte ich es nicht riskieren, die Legria mitzunehmen. Im Fall, dass wir die dort verlieren, weil sonst im Eingang abgenommen wird oder so. Deswegen habe ich jetzt so mit meinem Handy halt ein paar Bilder und Videos gemacht. Die Qualität ist dann natürlich dementsprechend schlechter. Ich hoffe aber, euch macht es nichts aus. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier auf unserem ersten Bild sehen wir so den Eingang zu Lanxess Arena. Da sehen wir rechts, wie es die Schlange entlang ging, rüber. Links schöne Autos, Lamborghini. Da stand natürlich noch viel mehr, wie man sieht. Da stand noch ein Aston Martin, ein R8 stand auch noch da. Also richtig geil, dass Asus und Intel mit solchen Autos geworben haben. Das war schon mal ein echter Hingucker am Anfang. Und das Coole, oder was ja hier scheiß war, wir standen auch in dieser Schlange, wo man sieht, die so rechts hinter dem Absperrband weggeht. Und das Schöne war, dass wir Premium-Member waren, konnten wir etwas weiter links eigentlich in den Premium-Eingang rein. Da standen wir aber dann erstmal eine halbe Stunde in der normalen Schlange, bis jemand kam und uns gesagt hat, ja, Premium-Leute, alle mal bitte nach vorne kommen und reingehen. Haben wir dann natürlich auch gemacht und dann waren wir drin. Und da geht es jetzt auch schon mit dem nächsten Bild weiter. Da haben wir hier den schönen ESL One Pokal mitten auf der Bühne stehen. Wir waren ja dank dem Premium-Ticket durften wir ganz unten auf der Fläche sitzen, wo normalerweise zum Beispiel das Eishockeyspielfeld ist. Was mega geil war, weil man einfach so nah dran saß an dem Geschehen. Dazu aber später noch mehr, das kann man durch andere Bilder, die ich habe, viel besser erkennen. Da haben wir hier beim nächsten Bild auch auf der Treppe Team Envious sitzen. Ein Team, das ich recht mag, aber ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsteam. Mein Lieblingsteam sind Fnatic und NiP. Ganz klar, weil NiP bei meiner ersten ESL, das war die 2014er in Cologne, fand ich einfach nur geil, wie die da gespielt haben. Und deswegen habe ich mit NiP so meine Verbindung, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Auf jeden Fall haben wir hier im Vordergrund Team Envious. Rechts im Hintergrund sehen wir noch Navi. Später gegeneinander haben sie gespielt. Envy hat die Serie mit 2-0 gewonnen, also das Best of 3. Hat mich gefreut, da Navi jetzt nicht so mein Fall ist. Dann hier auf diesem nächsten Bild sehen wir mal die ganze Bühne. Von unten, von, wie gesagt, dieser Freifläche, wo das Spielfeld normalerweise ist. Da haben wir links und rechts zwei Leinwände, die schön ESL One Cologne fahren. Dann etwas weiter unten natürlich die PCs, wo die Spieler sitzen. Und diesen Mittelgang, wo die Spieler dann rausgekommen sind, bevor die Spiele losgegangen sind. Auf der Leinwand, der recht quadratischen in der Mitte oben, hat man dann später die Map gesehen, was ich ziemlich geil fand, dass die es so gemacht haben. Das heißt, wir konnten dann sehen, wo sich die Spieler gerade überall aufhalten, wo die Bombe ist. War mega nice auf jeden Fall zu sehen und halt auf dem kleineren Quadrat unten war halt immer das ESL One Cologne Zeichen zu sehen. Jetzt werde ich euch ein kurzes Video zeigen. Wie gesagt, bisschen verwackelt, weil ich ja keine Kamera mitnehmen durfte. Auf dem Video werdet ihr dann mal sehen, wie voll die Arena war. Bis gleich. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Also es war recht voll. Ich glaube, 12.000 hat die ESL gesagt, waren an beiden Tagen da. Fand ich mega geil. Stimmung ebenfalls sehr, sehr geil. Vor allem die Virtus Pro Fans haben richtig Panik geschoben, kann man so sagen. Aber auch als Snip rauskam, da ist die ganze Arena ausgeflippt, weil
Es gibt so viele Nip-Fans. Nip hat, glaube ich, die größte Fanbase von allen Teams. Leider gegen Virtus Pro ja verloren. Aber es war einfach saugeil mit dieser Atmosphäre und das hat die Niederlage dann nicht so wehtun lassen. Gut, auf unserem nächsten Bild hier sehen wir Team Titan. Das war so im Premium-Bereich, der Signing-Session-Tisch. Da saßen dann die ganzen Teams immer, gab so Signing-Sessions halt, konnte ich mit den Fotos machen oder Unterschriften sammeln. Natürlich konnte man auch, wenn man Glück hatte, noch ohne die Signing-Sessions, also außerhalb der Signing-Sessions, Fotos machen, was sogar geklappt hat. Also ich habe Fotos mit dem gesamten Team Envious, Freiburg, Getright. Richtig cool auf jeden Fall, weil die sind auch in dem Bereich da unten viel entspannter, als wenn das jetzt irgendwo außerhalb vom Premium-Bereich. Ja, dann auf dem nächsten Bild haben wir unseren Game Legend Store, der eigene in der Premium Area mal wieder. War viel entspannter, vor allem wenn man Pins kaufen wollte, die ja sehr begehrt sind. Oben war die Hölle los, wenn es um die Pins ging. Also, um da einen zu kriegen, musst du sogar schon 2-3 Stunden, glaube ich, vor Eventbeginn da sein. Hier eine Stunde, halbe Stunde Wartezeit manchmal, dann konnte ich dir maximal 3 Pins kaufen. Mega chillig, hab einen Blue Guardian Pin, wo ich mega stolz drauf bin. Ja, auf jeden Fall, hier war halt unser Merch-Bereich etc. Dann das nächste Bild, das hier ist der Pressebereich. Da saß dann nochmal Existus so für ein Interview. Hier saßen halt die ganzen Presseleute, die ihre Artikel geschrieben haben, auch mal selbst ein bisschen CS zusammengezockt haben, was ich mega chillig fand. Und halt, wie gesagt, die ganzen Spieler interviewt haben. Dann als nächstes haben wir hier unser Premium-Essensbereich. Warum sage ich eigentlich immer Premium dazu? Ihr wisst langsam, dass wir Premium waren. Auf jeden Fall, in dem Ticket war ja für die Premium-Leute gratis Essen und Trinken mit. Da hatten wir hier rechts auch noch ganz auf der linken Seite, was man aber nicht sehen kann, da der Raum zu lang war für ein Komplettfoto. Hatten wir so ja, eine kleine Theke, Snackbar, wo wir uns belegte Brötchen, auch mal Bockwurst im Brötchen holen konnten. Hat mega gut geschmeckt, also kann man sich auf jeden Fall geben. Und vor allem, da es gratis war, kann man sich echt nicht beschweren. Dann haben wir hier nochmal vom Premium-Essensbereich einen Ausschnitt. Da haben wir hier links oben übrigens sehen wir verschiedene Monitore. Da hat man dann halt die Spiele gesehen, wir haben während dem Spiel mal weggegangen. In der großen Theke konnte man sich dann was zu trinken holen, Cola, Bier, Wasser, alles was man halt wollte, je nachdem wie man drauf war, hast du verloren, hast dir ein Bier geholt oder sowas. Mega chillig auf jeden Fall, man sieht auch viel weniger los. Allein deswegen hat sich's auch nochmal gelohnt, das Premium-Ticket zu holen. Weil einfach. Du hast dieses Gedränge nicht gehabt, du hast das Essen und Trinken gratis gekriegt und es war halt allgemein viel entspannter und komfortabler als jetzt im normalen Bereich. Also ich war eigentlich nie draußen im Bereich, wo alle Besucher hin durften, weil ich hatte keinen Grund dazu. Das einzige Mal war wirklich, wo wir ins Restaurant hochgegangen sind und uns eine warme Speise geholt haben. Aber sonst war ich kein einziges Mal außerhalb vom Premium-Bereich. Dann haben wir hier als nächstes Bild ein Bild vom Match Fnatic gegen Virtus Pro. Das sehen wir jetzt hier oben schön. Die Minikarte, wo wir sehen, wo die Spieler sind, die CTs, die Ts und die ganzen Spots, wo sie halt hinlaufen wollen. Ja, dann, wie gesagt, dieses ESL-Logo. Und links, wie gesagt, halt auch die große Leinwand, wo das Spiel drauf läuft. Ich muss echt sagen, haben sie sehr schön, sehr gut gemacht. Alles sehr übersichtlich. Die Schüsse, vor allem bei der M4A1S, waren mega basslastig. Also, das fand ich echt geil.
Die hat die Ohren voll gepumpt mit diesem Bass, wenn jemand geschossen hat. Also geil einfach nur. Gut, dann haben wir hier jetzt noch, das dürfte eins der letzten oder wenn nicht sogar das letzte Bild sein. Vom Match Team Envious Fnatic, da sieht man auch nochmal, wie nah wir rangehen konnten. Also wir konnten wirklich bis zur Bühne vorne rangehen. War ja wie gesagt mitten im Finalmatch. Fnatic hat es anschließend auch gewonnen. Sehen wir hier die verschiedenen Spieler, Orlov, JW, Pronex, alle hinter dem PC sitzen. Man hat deutlich gesehen, wie angestrengt, also aus dieser Nähe, wie angestrengt die wirklich da reinschauen und wie hoch konzentriert die sind. Also konnte ich irgendeine Scheiße machen vor der Bühne, keiner hat sich beschwert, weil alle so auf das Match fixiert waren. Natürlich haben wir keine Scheiße vor den Bühnen gemacht. Also, das ist unglaublich, mit was für einer Konzentration die an diese Spiele rangegangen sind. Ja, und das war's dann auch, wie gesagt, schon, was die Bilder angeht. Dann kommt noch als Abschluss der Sieg von Fnatic mit dem Interview von Olaf Meister. Auch noch ein paar kurze Augenblicke, wo JW in die Kamera schaut, mir ein High Five gibt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, etwas andere Vlog gefallen und damit viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Grenade on in Happy's on 6 health. And ladies and gentlemen, it's gonna require a miracle and nothing less for Happy to make it out. I don't think there's any chance. Flush are looking to end this. It's gonna be a great time for Happy to win. Saying it was godlike.
When you're in that moment, when you're on that comeback, at what point do you believe in yourself? How does it feel? Just talk about the feelings of what it's like to know you've set all these records and now the first one ever to win three majors. You've won one back to back. How does that feel? Listen, I'm not going to keep crushing yet. What do you want to say about the rest of the team and how they played? I don't know. I don't have any words. The feelings I have right now is I'm going to leave it there. I'll have a nice to listen. I think you're going to get a round of applause from every single person in the last three.